Markus Kautschinski, St. Paulis neuer Trainer. Mit ihm will sich der Club endlich wieder stabilisieren und die Talfahrt der letzten Wochen, die es unter Olaf Janssen gab, stoppen. Der Trainerwechsel. Aufgrund der sportlichen Situation, der Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen, im Speziellen natürlich die beiden Ergebnisse in Fürth und in Bielefeld. 7 Spiele ohne Sieg, nur Platz 14 und in den letzten beiden Partien 9 Gegentore kassiert. Kautschinski, der zuletzt in der Bundesliga beim FC Ingolstadt unter Vertrag stand, soll beim Kiez-Club den Turnaround schaffen. Ja, letzten Endes kann man, glaube ich, sagen, dass das alles sehr schnell ging. Es waren sehr intensive Gespräche in dieser kurzen Zeit. Und in dieser kurzen Zeit habe ich das Gefühl bekommen, dass ich glaube, dass das zusammenpasst. Dass der Verein natürlich ein besonderer ist, dass ich glaube, ich kann euch allen diese Floskeln ersparen. Markus Kautschinski ist Kenner der zweiten Liga. Er hat bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln, stabilisieren kann, dass er Talente entwickeln kann. Hier namentlich nur genannt als Beispiele Çalhanoğlu, Groß, Terracino, Akpoguma. Auch das ist für uns ein wichtiger Bestandteil bei der Suche des neuen Cheftrainers gewesen. Als die Anfrage von St. Pauli kam, musste ich nicht lange überlegen, so der neue Trainer. Aktuell ist der Club gerade einmal 2 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Wenn eine Mannschaft auf die Fresse gekriegt hat und auch natürlich irgendwo im Boden ist, dann ist das eine besondere Aufgabe, das auch wieder aufzurichten. Und da steckt eine besondere Energie drin das reißt schon. Das ist dann schon, natürlich steht man lieber oben und natürlich hat man immer lieber, dass alles perfekt passt und dass alles schön läuft. Aber so ist das Leben nun mal nicht. Und diese Chance, auch gerade wenn es nicht so läuft, da wieder rauszukommen, das sind besondere Momente. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schön werden kann, das gemeinsam zu nutzen. Die Mannschaft wieder aufrichten, wieder Ruhe in den Verein bekommen. Darum wird es in erster Linie bis zum Winter gehen.